Alles klar, bis später, euer Holzlogi. Gut, falls da nichts gibt. Ein Mann, eine Kettensäge. Der Kampf gegen die Naturgewalten. So werden Legenden geschrieben. Hi, grüßt euch. Hier ist euer Holzlogi, Holzkunstlogi. Wie versprochen, dieses Jahr wollte ich mehr Videos bringen. Gibt's natürlich, klar. Heute machen wir so eine schöne Uhr, wie ich sie letztens mal gepostet hatte, aus einem Fassring oder aus einem alten Warenrad. Und jetzt wird die Masse sagen, oh, hat ja nichts mit Carvings zu tun, ist wohl wahr. Wir sägen zwar ein bisschen was mit ein paar Sachen, aber mit der reinen Kettensägen-Geschichte hat es nichts zu tun. Da ich aber Holzkunst-Loki heiße und nicht Holz-Carving-Loki, habe ich versucht, auf meiner Netzseite die breite Masse anzusprechen. Das heißt nicht nur mit den Carving-Geschichten, sondern auch was mit Holz, Kunst, Holz, was zu tun hat, was für die Menschen da draußen herzustellen, was sie käuflich erwerben können oder halt hier nachbauen können eventuell. Alles klar. Also heute, wie gesagt, machen wir mal so eine Fassuhr. Diesmal habe ich kein Fass, ich habe ein altes Wagenrad und nehme euch mit. Bis gleich. Okay. So aus. Das war mal ein altes Wagenrad. Bei meiner Frau. Oder bei uns im Vorgarten. Und daraus werden wir jetzt eine Uhr machen. Ich werde da ein bisschen Rost entfernen mit der Drahtbürste. Nicht so viel. Ich will das diesmal nicht schwarz machen, sondern so lassen. Wäre es aber mit Klarlack immer übersprühen, sodass es nicht an der Wand dann rostig wird bei jemandem, wo es hängt. Ne? Okay, also, dann nehmen wir das Rad. Dann machen wir erstmal die Nägel alle raus hier. Und wir können die Löcher gleich nutzen, eventuell, wenn das passt, für die Schrauben. Ja, hier ist ein Loch zum Beispiel. Vielleicht hier ist ein Loch. Vielleicht kann man das irgendwie passend machen. Dass wir ja nicht anfangen müssen, zu bohren, wäre schade. Okay? Alles klar. Ist eine Brille. Dann gucken wir mal, ob wir das hier rauskriegen. Will ich noch ein Armbrustbrettchen bauen. Also. So, jetzt haben wir alle Nägel draußen. Ich suche mal die
Bratwürste. Wir können auch gerne eine in die Flex spannen. So. Das soll reichen. Das soll hier gerade so viel Rost entfernt werden, dass es noch eine rostige Optik hat. Wenn ich es blank poliere, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, jetzt nehmen wir uns den Ring, hier liegen soll, so. Suchen uns ein Stückchen Holz, was geeignet ist als Innenteil. Da habe ich mal hier ein Stückchen Eiche. Das habe ich hier liegen. Mit Rinde, die werde ich auch nicht entfernen. Muss ich nur überlegen, wie nimmt man die hier drauf. Hier hinten ist ja keine Rinde, hier ist ein Loch. Theoretisch müsste man irgendwie hier die Mitte nehmen. Schön wäre zwar, was hier hinten gewesen, ist ja größer, aber das lässt sich jetzt nicht lösen. Normalerweise müsste man jetzt hier sowas nehmen. Ne? Oder man macht halt zwei. Geht auch. Ich möchte aber in dem Fall nicht zwei Rinden haben. Wir messen mal, was am größten ist. 20. Das ist alles dasselbe. Gut wäre gewesen das hintere Stück hier. Jetzt haben wir jetzt einen Meter mehr. Malen uns das sauber an. Hier kann man jetzt schon gucken, wo die Löcher sind, ob man eventuell auch das Loch dann trifft. Aber es sieht so aus, als könnte ich von diesen Löchern nur eins verwenden. Na gut, dann ist das halt so. So, das sägt man jetzt mit der Stichsäge aus und schon hat man seinen Kreis. Dann müssen wir es halt mal ein bisschen behandeln, sonst ist es nicht. Und so sieht das aus. Ich schleife es so ein bisschen ab, dass es auch die Form hat.
dann gucken wir weiter. So, da ein Loch, hier ist ein Loch, hier ist ein Loch, da ein Loch. Und da machen wir uns hier noch eins an. Müssen wir gleich noch ein Loch bohren. Und auf der anderen Seite auch zwei. Damit das Ganze hält. So. Jetzt können wir den Blatt behandeln. Das machen wir dann gleich. Das muss ich noch eine Löchjahre. Scheiße, wenn man langsam eine Brille braucht. Also richtige Scheiße. Das ist richtig hier. Kakerlakenkacke.
So, jetzt brauche ich noch etwas Senkpulver. Wir wollen ja nicht, dass man die Schrauben so rausgucken sieht. Also, Brett fertig, wird vielleicht noch ein bisschen gerade. Wir müssen sie in den Finger schneiden. Und schon ist zumindest das Eisen vorbereitet. Es muss natürlich noch lackiert werden. Wie man das lackiert, das zeige ich jetzt nicht. Ich zeige euch dann das fertige Produkt am Ende für das Holz selber. Das müssen wir jetzt natürlich hinten vorne ein bisschen glatt machen und dann durch das U-Werk einbauen. Ne? So, zum Glatten machen. Wir brauchen jetzt hier auch nicht mehr den Hobel. Und danach werde ich es ja auch nochmal auch lackieren. Vor einer Öl lackieren. Wenn das passiert ist, dann setzen wir das zusammen. Also nachdem das ein bisschen sauber ist, sieht es natürlich schon sehr gut aus, die Maserung. Wir machen es ein bisschen feiner. Die andere Seite so kratzt, ne?
So. Jetzt müssen wir uns irgendwie einig werden, wo die Uhr hinkommt. Das ist ein grobes Gewitter. Das war jetzt einfach 25 Meter. Und dann nehme ich die Mitte ohne Borke. Sind wir bei 18. 18 durch 2. Das könnte glatt 9 sein. Ein bisschen weniger machen. Das ist Mitte. Und da messe ich mir das jetzt hin. Das ist ein Berg. Ist 6,5 mal 6,5 oder 6 mal 6. Ich mache es ein bisschen mehr, dann hat das ein bisschen Spiel. Falls ihr das Uhrwerk nicht wasserwarenmäßig da reinbaut, ist nicht schlimm. Weil ich weiß ja auch noch nicht, wie wir die Uhr hinhängen. Ja, ich mache es jetzt mal gerade rein. Da ist es total blöd, schräg reinzumachen. Aber bei der anderen Uhr, die ich gemacht habe, war das Brett so schmal, dass ich es schräg rein machen musste. Danach stellt man die Uhr und dann kann man von die Zeiger da hindrehen, wo sie hinbraucht. Und dann ist es egal. Hinten sieht das sowieso niemand mehr, wenn es an der Wand hängt. Dementsprechend ist das vollkommen Wurst. Und so genau könnt ihr es gar nicht rausfräsen. Also so sieht das dann aus. Das ist dann praktisch das Loch des Uhrwerks. Müsst ihr gucken, das Uhrwerk ist relativ fast so dick wie das Brett hier. Ihr dürft also beim Rausfräsen nicht so viel rausnehmen, weil wir müssen ja noch ein bisschen was haben, damit wir nicht durchgehen. Das heißt, Fräser so einstellen, hier messen, dass er nicht durchgeht und dass man hier unten ungefähr der Uhrwerker, die haben unterschiedliche Achsenlängen, gibt es ganz lange, für dicke Bretter, ein bisschen schmalere, ganz kurze. Ist auch nicht schlimm, auch wenn es ein bisschen mehr rausguckt, die Achse sieht man nicht so, weil die Zeiger sich verdecken. Ich fräse immer so raus, dass hier unten ungefähr so 3-4 mm bleiben, gerade so. Das reicht aus. Damit ihr jetzt nicht alles mit dem Fräser machen müsst, könnt ihr auch gerne vorher mit einem guten Forsterbohrer vorarbeiten.
Akku leer. Ist nicht schlimm. Hier so ein schönes Gerät von Makita, ich bin auf Gräser, kann ich nur empfehlen, super Gerät, spitzenmäßig das Ding. Da müsst ihr die richtigen Fräser einsetzen und hier, wie gesagt, darauf achten, nicht zu tief einstellen, sonst geht er durch, und darauf achten, dass er fest sitzt. Ich habe letztens, ist der mir runtergerutscht und da habe ich durchgefräst durchs Brett, vollkommen bescheuert. Dann könnt ihr das wegschmeißen, ne? Hier so ein Fräser, das ist ganz gut. Wieso passt der nicht? Muss passen. Ich will gucken, ob ich noch einen von Bosch habe, diese Billigmarke hier. Also Noma. Die sitzt nicht so gut. Ich glaube auch den von Bosch, den habe ich kaputt gemacht. Ich glaube, der geht. Der geht. Den von Bosch habe ich glaube kaputt gemacht aus. Also die Fräser sind nicht die stabilsten am Ende hinten raus. Ne? So. Ofen nicht festmachen. Und jetzt haben wir hier ungefähr, kann man das hier einstellen. Muss man sich das hier ungefähr hinhalten. Mal ungefähr die Tiefe, die man gehen möchte. Hier vielleicht kann man auch immer peu à peu tiefer gehen, nicht dass der Bohrer runterrutscht, der Fräser, und euch dann durch das alles zerrammelt. Ne? Müsst ihr mal schauen, inwieweit das so geht, und dann euch daran testen.
sieht dann so aus. Man muss es halt dann nur einheitlich tief machen. Ne? Okay, ich mache weiter, damit ihr das seht. Das muss man kontrollieren. Dann sagt der Fräser, ist er noch fest. So, ja, das hat die halbe Nika. Jetzt tun wir noch ein bisschen das Ganze etwas mit dem Glätten, dass es schöner aussieht. Und dann das Loch bohren für die Mitte. Zu viel Maschinen, zu viel Akkus noch. So. Mitte anmalen und dann das Loch fürs U-Sack machen. Okay, ich hol mal eins. So, jetzt habe ich mal so ein U-Sack geholt. Die sehen so aus. Und diese Achse meine ich hier vorne, die kann man messen. Hier diese Achse nur so
dass man Wind drauf machen kann, muss das Holz sein von der Stärke her. Und die Stärke hier sollte im Holz verschwinden, dass die Uhr nicht von der Wand absteht. Ne? Wenn ich das jetzt hier reinlege, hinten mit Batterie, das passt auch rein. Hier ist auch noch ein Aufhänger mit dran. Den kann man ja oben dran machen. Da kann man jetzt nur die Schraube reinmachen. Okay. Dann muss ich bloß in die Mitte gebohrt werden. Bohrer, hier ein bisschen vorsichtig. Ich wollte vermeiden, dass man es draußen wendet, ausfranst, weil das kann man dann hinten raus sehen. So wollten wir sie haben, also drehen wir es so rum, stecken die Snubak rein. Was den Tint noch nicht ganz, da wollen wir ein bisschen ausfräsen. Ist aber kein Problem. So, jetzt passt das hier sehr gut rein. Jetzt muss man nur gucken, hier ist noch ein kleiner Rand, den muss man noch ein bisschen da drin wegschleifen. Entweder ihr schleift das mit einem kleinen Schleifer. Sowas hier. Oder ihr schleift einfach mal mit den kompletten Geräten ab. So, sieht da, das passt noch besser. Und jetzt kann man hier draußen diese kleine Scheibe auflegen und diese Rändelmutter aufsetzen. Da reichen ja hier draußen nicht zwei Drehungen, da muss ich gar nicht viel reinhaben. Und schon habt ihr das Uhrwerk ganz sauber eingebaut. Hier muss man natürlich jetzt noch vorlackieren, ist klar. Und hier sitzt es hinten drin. Und dann könnte man es sogar zur Not hier dran sogar aufhängen. Ja. Diese Teile gibt es im Netz zu bestellen. In verschiedenen Preiskategorien. Mit Funk, ohne Funk.
mit langer Welle, mit großen Zeiger. Meistens gibt es 3 Sätze Zeiger dazu. Das müsst ihr mal schauen. Die kosten so, keine Ahnung, bis 50 Euro, je nachdem, was man möchte, ausgehen. Ne? So, und dann tut man hier einfach die Zeiger aufstecken. Und schon geht die Uhr. Ja. So. Man nehme dieses Radteil. Das muss auch wieder so reinpassen, sonst. So. Jetzt sucht man sich eine schöne Schraube, die so ein bisschen aussieht wie das. Vielleicht rostet sie auch noch. Man kann auch eine schwarze nehmen. So, jetzt wäre die Uhr soweit fertig. Wirkt aber nicht so, kein Glanz da. Jetzt müsst ihr es natürlich zerlegen, alles lackieren, wieder zusammensetzen, fertig. Alles klar? Ich denke, ist ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. So kann man sich das. Die an der Wand hängen. Also, fertig ist die Uhr. Und ja, wer Bock hat, kann die mal nachbauen. So ist es kein großes Hexenwerk, braucht nur ein bisschen Maschinen, Kleinigkeiten von Maschinen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das war's vom Holzlogi, von Holzkunstlogi. Probiert's mal aus, baut's nach. Wer es nicht kann, kann es auch bei mir auf der Netzseite kaufen oder bei anderen Seiten, ist egal. Gerne habe ich euch ein neues Video präsentiert. Viel Spaß beim nächsten Mal, bei den nächsten Videos, die kommen. Ich hatte noch mal im Netz hochgepostet, ne, dass der Holzwookie zu mir kommen wird. Seid gespannt, ich habe ihn schon mal gesehen hier, was da kommt. Ich denke mal, das wird eine coole Geschichte und freue mich schon selber drauf und euch das noch zu präsentieren dann. Da müssen wir noch ein bisschen warten,
das Wetter ist dem noch zu kalt. Der hat zwar viel Fell, aber so hart im Leben ist er auch nicht. Auf jeden Fall sehr gespannt, was wir machen zusammen oder was er macht. Bis dann oder bis dahin, euer Holzlogi, Fünfungslogi. Ciao und bis bald.